Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das, was ihr jetzt hier seht, ist Patch 191, der heute wirklich tatsächlich mal super fix und schnell aufgespielt worden ist und dann auch, ja, da gewesen ist. Also ich habe mich selbst gewundert. Ich dachte, ja, 10 Uhr wollen die aufspielen. Bis das dann läuft, hast du Zeit, kannst du noch in Ruhe einen Kaffee trinken. Nee, also es ist jetzt gerade mal 10:30. Der Patch ist bereits da, die Server können wieder betreten werden und dieser Patch ist natürlich dieses Jahr ein Highlight, möchte ich mal ganz vorsichtig so sagen. Ich habe zwar dieses Jahr schon mal gesagt, der beste Patch aller Zeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Patch meine Meinung nochmal ändern wird. Ob das tatsächlich so ist, sehen wir in ein, zwei Wochen. Jetzt wollen wir uns erstmal auf das freuen, was wir alle ab sofort spielen können. Und das ist natürlich hier einer der Punkte, auf den sich vor allen Dingen viele von der fliegenden Zunft im Spiel ganz gewaltig gefreut haben. Die F4F Phantom ist natürlich ab sofort zu erforschen. Und damit wir uns das auch mal angucken können, ihr seht, dass der Patch ist gerade eben erst aufgespielt worden. Ich habe selbst noch hier bei Gaijin nicht mal was angefordert oder sonst irgendwie was. 390.000 Forschungspunkte und tatsächlich auf dem Live-Server ein BR von 10.0. Ob diese BRs, also 10.0, ja, ob das tatsächlich bis in alle Ewigkeit so bleiben wird, ich hoffe mal nicht. Ich wage es tatsächlich sogar zu bezweifeln. Ob es jetzt tatsächlich aber auch so glücklich gewesen ist, diesen neuen Flugzeugen hier am Anfang einen 10.0 zu geben, puh, ne, stellen wir uns vor, wir gehören zu der Gruppe der Spieler, die hier im Bereich um 9.0 unterwegs sind. Ja, FJ4B zum Beispiel ist 9.0. Die Sabers, fast alle Sabers im Spiel, ich glaube alle Sabers im Spiel, sind 9.0. Das sind Flugzeuge, die zwar früher hier einen sehr, sehr guten Stand im Spiel gehabt haben, aber mittlerweile, wenn sie auf diese Mopeds treffen, es schon ein bisschen schwerer haben, aber in Zukunft, wenn sie auf diese Mopeds treffen, es verdammt schwer haben werden. Deswegen hätte ich mich hier vielleicht gefreut, wenn man statt einer 10.0 hier eine wenigstens 10.3 direkt mit implementiert hätte, dann hätte man hier diese ganzen Geschichten, also die letzten modernen Jets, die ins Spiel gekommen sind, mit den neuen modernen Jets matchen können. Ja, das Matchmaking hätte das dann tatsächlich zugelassen. Man hätte aber hier unten die dann doch in meinen Augen eher unterlegenen Flugzeuge vor dem Phantom Spam, der da jetzt kommen wird, beschützen können. Ich vermute einfach mal, Gaijin hatte hier Angst, dass das mit dem Matchmaking dann in die Hose geht und hat deswegen die Phantom, aber auch die MiG-21, die wir ja jetzt haben, oder es ist eine MiG-24, wir gucken sofort, Entschuldigung, in einen Topf geschmissen, damit es vom Matchmaking her passt und wird das höchstwahrscheinlich anpassen, wenn die restlichen Nationen dann in Zukunft entsprechende Flugzeuge nachgereicht bekommen. Also ein weiteres High-End-Flugzeug, das wir ins Spiel bekommen. Ihr seht das, auch die ist bei mir noch nicht da. Ja, ist eine MiG-21 F-13. Können wir uns auch mal eben ganz kurz in der Vorschau angucken. Habe es auch schon auf dem Dev-Server gezeigt. Das ist hier das nächste Flugzeug im High-End-Bereich. Auch hier ist die 10.0 sicherlich nicht gerechtfertigt und völlig falsch. Aber warum, habe ich gerade erklärt. Das zweite Flugzeug und das dritte Flugzeug, nämlich ebenfalls eine MiG-21, finden wir dann im chinesischen Forschungsbaum für die Flugzeuge. Das heißt also, wir haben im Moment drei High-End-Vertreter, die ins Spiel gekommen sind. Wird eine super spannende Sache. Ich glaube, einer der ersten, die dieses Flugzeug über einen längeren Zeitraum in Action zeigen werden, wird der Sepak sein. Der ist ja jetzt seit neuestem Content-Partner und er hat gesagt, er fragt, ob Gaijin ihm das Flugzeug einmal leiht, damit er das zeigen kann. Das heißt also, da könnt ihr tatsächlich zeitnah sogar mit einem Livestream rechnen. Ich werde die Maschine natürlich auch nochmal zeigen. Ich lasse mir das nicht entgehen, so ein wunderschönes Flugzeug hier im Spiel zu zeigen. Allerdings, es ist schon ein Unterschied zwischen ich zeig mal und ich kann auch was damit. Und ich kann auch was damit, findet ihr dann eher bei Sepax. Die Deutschen haben allerdings auch ein Flugzeug bekommen und das ist hier die Gina 91 R3. Können wir uns auch mal eben angucken. Also die deutsche Version der italienischen Gina, das Ding gab es tatsächlich bei der Bundeswehr. Ich glaube, da sind sogar einige hundert Maschinen von dem Dienst gewesen. Zwar nicht in einem sehr, sehr langen Zeitraum, aber das Flugzeug tatsächlich so bei der Bundeswehr auch gewesen. Das heißt also, dass wir jetzt dieses Flugzeug hier in den deutschen Baum reinbekommen, ist logisch und nachvollziehbar. Nach dem Krieg ist ja nicht wirklich in jedem Land was Eigenes entwickelt worden, sondern man hat
hat ja seine ganzen erkauften und gekauften Waffensysteme mit Partnern geteilt und was weiß ich nicht alles. So, dann haben wir hier bei den Panzern, seht ihr das einmal, den Ostwind. Gucken wir uns auch einmal ganz kurz an. Ostwind ist quasi das bei uns bekannte Moped, das wir bereits haben. Nur diesmal jetzt hier mit zwei Kanonen. Wird ein Fahrzeug sein, das ich relativ schnell erforschen werde. Und dann kommt das mit in die zukünftigen Decks. Der Ostwind hat ein BR von 5,7 bekommen, also wird sich auch ganz wunderbar in ein 5,7er Deck einordnen. Ob 5,7 gerechtfertigt ist, müssen wir einfach mal abwarten. Dann haben wir im deutschen Forschungsbaum den M48A2C bekommen, also ein Klon von dem, was wir hier sowieso schon haben. Auch den werde ich mir bei Gelegenheit angucken. Der steht allerdings nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, weil dieses Fahrzeug eben schon sehr, sehr häufig im Spiel vorhanden ist. Und dafür jetzt direkt am Anfang sofort unbedingt ein Video raushauen, nur weil er im deutschen Baum ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. BR77, da wird es dann auch ein bisschen schwieriger mit Matchmaking. Wir müssen gegen 8,7er Fahrzeuge antreten, also es ist halt einfach nur ein Lückenfüller, ja. Und ein Lückenfüller ist er für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Maus, 10,5er Tiger, Panther 2, Coelian sind jetzt hier rüber in die Reihe der Premium- und Spezialfahrzeuge gerutscht. Ihr könnt die Dinger nicht mehr erforschen, die sind weg, ja. Wer die Fahrzeuge angeforscht hat, kann es jetzt noch zu Ende forschen, das Fahrzeug hinterher kaufen. Weil die Fahrzeuge nicht erworben hat bis zum heutigen Tag, der hat tatsächlich dann Pech gehabt. Also nicht angefangen hat zu forschen. Der hat tatsächlich Pech gehabt. Das war dann auch schon alles, was sich im deutschen Baum an Panzerbaum an interessanten Dingen versteckt hat. Noch interessant, sollte man auch einmal gucken, ist die Admiral Hipper. Hatte ich auch schon im Dev-Server gezeigt. Ein Schiff, das wirklich schon sehr, sehr groß ist und in meinen Augen auch schon sehr, sehr stark nach hier diesen Dingen wie Schlachtschiffen und sowas ausschaut. Also eines der brutal größten Schiffe hier sicherlich im Spiel. Die Japaner haben nochmal ein ähnlich großes Moped bekommen. Aber gerade für die Leute der Naval Forces wird das hier sicherlich ein Ziel sein, auf das man hinforschen kann und wo man dann dementsprechend sicherlich auch eine ganze Menge Spaß am Ende haben wird. Macht die Sache natürlich sehr, sehr interessant. Interessant aber auch, dass BR auch hier 5,7 und die Nürnberg hat auch nur 5,7, die Köln hat 5,3, die Emden hat 5,0. Also die sind alle sehr, sehr dicht beieinander gequetscht. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, also so schlagkräftige Mopeds, die dann immer noch im selben BR unterwegs sind, wie zum Beispiel eine Emden oder sowas, oder hier vielleicht sogar hier, ne, von 1936, was weiß ich nicht alles. Auch da muss irgendwann mal eine Entzerrung stattfinden, ganz ehrlich. Aber gut, das ist jetzt heute nicht das Thema, hier direkt wieder Kritik zu üben. Dann gibt es ein weiteres Highlight, wo es sich auch lohnt, für den einen von oder anderen von euch direkt darauf hinzuforschen. Und ist auch nicht, wer weiß, wie schwer erreichbar, wenn man im japanischen Forschungsbaum schon ein paar Meter zurückgelegt hat. Nämlich hier zwischen dem Type 16, das Radpanzer-Moped, das ich euch ja auch schon mal gezeigt habe, und dem Huri Production, ja, Zweite Weltkrieg-Moped, finden wir hier auf 7.0, ja, auf 7.0, Huri Production, Zweite Weltkrieg-Moped, finden wir hier auf 7.0, passt nicht, den Type 75, dieses brachial, brutale, ja, keine Ahnung, Artillerie-Moped, das wir hier im Spiel haben. Ich finde es total hammergeil. Modifikation, und dann könnt ihr das hier sehen. Die Munition ist tatsächlich auch so gekommen, wie wir sie auf dem Dev-Server gezeigt haben. Hier steht zwar jetzt nur 61 mm Penetrationsleistung, aber da könnt ihr euch ganz locker nach hinten lehnen, wenn die Munition hier im Spiel immer noch genauso funktioniert, wie sie das auf dem Dev-Server gemacht hat. Dann braucht ihr nur über dem Gegner hinwegschießen. Wenn die Granate in der Nähe des Gegners ist, explodiert sie oben und von oben durchschlagen diese 61 mm Ben so ziemlich alles, was da gerade parkt. Das heißt also ein brutal geiles Moped mit einem BR von 7.0. Und ohne dass ich dieses Fahrzeug auch nur einen Millimeter gespielt habe, kann ich euch jetzt schon sagen, ja, genießt 7.0. 7.0 wird der nicht behalten. Der wird irgendwann im Bereich um 8.0 enden, wenn er dann endlich mal sein richtiges BR bekommen hat. Glaubt mir, ja, ihr könnt jetzt gerne was anderes schreiben, da bin ich mir zu 100% sicher. Da würde ich
Ich glaube, mehrere tausend Golden Eagles darauf verwetten, dass ich da recht habe. Also das passt überhaupt nicht. Aber ich finde es gut, jetzt ganz am Anfang, ne, mit einer 7-0er modernen Artillery 6-0er WW2 Panzer zu klatschen. Ja, wer möchte das nicht? Ich möchte es. Freue mich jetzt schon auf Tiger 2 und Co., wenn ich sie dann in den Gefechten sehen werde. Also auch eines der Fahrzeuge, die ich ganz, ganz schnell erforschen werde. Beziehungsweise vielleicht gibt Gaijin mir da auch so einen kleinen Schubser. Aber auch interessant für den einen oder anderen von euch, nur 120.000 Forschungspunkte. Wer also ganz schnell an dieses Fahrzeug kommen möchte, kann hier tatsächlich auch über die Geldschiene, ihr seht das da oben, ich habe zum Beispiel 9.000 Golden Eagles, wir können das hier mal einmal machen, beschleunigen, anklicken. Und dann seht ihr das gerade mal für 2.600, 2.700 Golden Eagles hat man dieses 7-0er Imber Moped in der Garage stehen. 2.700 Golden Eagles sind ungefähr 12,50 €, 13 €. Für 13 Euro ein 7-0er Moped, mit dem ihr garantiert Spaß habt. Ja, die meisten Premium-Fahrzeuge und Premium-Pakete kosten deutlich mehr als das, was wir jetzt hier uns für, ich sage es mal ganz vorsichtig, ein klitzekleines Taschengeld in die Garage stellen können. Also das wird auch ein Vertreter sein, den wir im Bereich von 7.0 in den nächsten Tagen sehr, 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 sehr häufig sehen werden. So, jetzt habe ich noch etwas ganz Entscheidendes vergessen für den deutschen Baum, weil ihr seid ja meistens Fans der deutschen Bäume. Ich war fast drüber hinweggegangen. Natürlich haben wir hier auch noch bei den Hubschraubern moderne neue Sachen bekommen. Einmal den Mi-24P, für mich jetzt nicht wirklich ganz so interessant. Der Hubschrauber da mit diesen, ich weiß nicht, da Regenbogenfarben. Und ja, hier, der sind Moped, ne? Gucken wir uns auch mal eben an. Auch da habe ich bei Gaijin eine Anfrage gestellt, weil es mich brennend interessiert. Wenn Gaijin da allerdings sagt, ne, machen wir nicht, ne, oder gibt's nicht, oder musst du dir selbst erforschen, habe ich noch Plan B. Ich habe die Premium-Version aus dem französischen Baum gekauft, ist auch da. Das bedeutet, ich kann euch so oder so einen Tiger zeigen. Vom Flugverhalten sind die fast ähnlich. Ja, er hier ist ein bisschen langsamer, einfach weil das Mastvisier hier oben einen höheren Luftwiderstand hat. Das ist hier im Spiel auch genau richtig wiedergegeben worden. Das heißt, dieser Tiger-Hubschrauber fliegt ein bisschen langsamer als die französische Variante, die ihre Sensorik und Optiken hier oben über dem Cockpit hat. Auch das werden wir uns dann bei Gelegenheit angucken. Hier sage ich aber direkt dazu, den werde ich nicht in einem Gameplay zeigen, sondern da werde ich Testgelände, Simulator, Pedale und Joystick und dann gucken wir mal, was der Tiger hier im Spiel kann und ob sich das mit dem deckt, wie es in der Realität ist. Das werden wir tatsächlich sogar in einem Livestream machen und am Ende wird dieses ganze Ding natürlich dann auch als Video für alle zur Verfügung stehen, die das nicht gesehen haben. Aber auch das wollte ich euch jetzt hier einmal ganz kurz zeigen. So, und jetzt natürlich das eigentliche Highlight dieses Patches. Ich habe zwar jetzt ein paar Sachen ausgelassen, aber da müssen wir einfach mal eben kurz drauf gehen. Die Chinesen sind da oder die Chinesen, je nachdem in welcher Region man lebt, wird es anders ausgesprochen. Ihr seht das hier, wir haben einmal den chinesischen Panzerbaum und es gibt im Moment noch nicht viele Premium-Panzer. Das wird sich bestimmt irgendwann in der Zukunft ändern. Wir werden heute Abend mit einem Livestream beginnen zum Auftakt des chinesischen Patches hier. Das heißt, heute Abend im Livestream werdet ihr zuschauen können, wie wir mit dem chinesischen 37er M4A4 unterwegs sein werden. Dann können wir nämlich einen Rückschluss darauf ziehen, ob es sich für den einen oder anderen von euch vielleicht lohnt, da jetzt doch 25 € zu investieren, damit er hier durch den chinesischen Baum durchforschen kann. Wenn man allerdings hier mit diesem 37er Deck nur auf Fresse kriegt oder nichts hinbekommt oder was weiß ich nicht alles, haben wir da dann dementsprechend auch einen Indikator, wo wir dann sagen können, vielleicht sollte man sich das nochmal überlegen. Hier haben wir dann noch den T62 83. Auch da wissen wir, Russland T62. Ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr einen russischen Panzer in diesem Spiel kauft. Ja, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und alles andere, was uns hier in diesem Baum erwartet, da sind spannende Sachen bei, da sind aber auch langweilige Sachen dabei, werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Wobei ich ganz ehrlich bin, die langweiligen Sachen werde ich weder in einem Video noch in einem Stream zeigen, weil irgendwelche Dinge doppelt zeigen, nur weil da auf einmal ein chinesisches Nummernschild dran klebt, halte ich für überflüssig. Wir werden uns hier also tatsächlich auf Dinge konzentrieren, die es so im Spiel vielleicht noch nicht gibt. Das heißt also, die Auswahl der Fahrzeuge, die wir im chinesischen Baum euch zeigen werden, wird ein bisschen eingeschränkter sein. Aber spätestens so ab diesem Bereich hier oben, da auch den PT76 zum Beispiel, so ich sag mal so ab hier, so da sind einige Dinger dabei, die ich höchst spannend und super interessant finde und die ich nach und nach auch freischalten werde. Und ihr seht das hier, den Forschungsbaum, da ist bei mir nichts freigeschaltet. Das möchte ich auch nicht. Ich habe das also auch hier direkt so bei Gaijin gesagt. Ich sage, das und das möchte ich vielleicht ausprobieren, aber den chinesischen Baum möchte ich mich gern durchforschen, weil
irgendwo muss man auch mal wieder etwas haben, wo man sich durchackern kann. Ja, sonst ist irgendwann die Motivation ganz im Keller. Das hier finde ich gut, werde ich dementsprechend auch ausprobieren. Es gibt natürlich auch für die Freunde der fliegenden Zunft hier ein reichhaltiges Angebot mit Premium-Flugzeugen, die wir uns kaufen können. Diese Dinger hier unten für 250 Golden Eagles, haben wir gerade auch bei den Chinesen gesehen, einen 250 Golden Eagles Panzer nicht kaufen. Ihr kommt damit dann nicht in diesen Beta-Test. Ja? Also ihr könnt es euch natürlich kaufen, aber ihr kommt dadurch nicht in den Beta-Test. Erst ab Rang 2 Premium-Paketen seid ihr mit dem Beta-Test drin. Also kann man sich kaufen, nicht falsch verstehen, aber wenn man es sich kauft, ist man nicht im Beta-Test mit drinnen. Nicht, dass das einer falsch versteht. So, und hier haben wir natürlich ein unheimliches Sammelsurium von Flugzeugen aus verschiedenen Nationen. Das kann durchaus spannend sein. Ich finde sowieso den chinesischen Baum, Flugzeuge als auch Panzer, extremst spannend. Viele sagen, ja, ist alles nur C und P. Nein, es ist nicht alles nur C und P. Hier sind also auch wirklich viele Varianten, die von den Chinesen modifiziert worden sind, die in Lizenz gebaut worden sind, die extremst abgewandelt worden sind. Sowohl bei den Flugzeugen als auch bei den Panzern. Das macht diese Fahrzeuge extremst interessant in meinen Augen. Was ich aber viel interessanter finde, ist, wenn man hier mal ganz genau hinguckt, findet man in diesen Bäumen, und es ist tatsächlich auch in China so gewesen, immer so die Sahnestücke, ja, der einzelnen Nationen. Ja. Wir haben hier P40, wir haben P47, also jetzt mal, wenn wir nur so auf den amerikanischen Baum gucken, P51, das sind Flugzeuge, die werden auch bei den Amerikanern extremst gerne geflogen, weil die gut performen, weil die was können. Ne? Also hier in kurzer Reihenfolge viele Knaller hintereinander, dann geht es hier weiter, wir haben japanische Flugzeuge, die extremst gut sind, auch Turn und was weiß ich nicht alles. Dann haben wir die bekannte I-16 aus dem Spiel. Also hier ist quasi ein Knaller nach dem anderen, wo wir aus den Bäumen der anderen Nationen bereits wissen, das sind Flugzeuge, die können was, die machen Spaß, die performen gut und man erzielt damit gute Ergebnisse. Hier hat man ein Sammelsurium der Highlights aus den anderen Forschungsbäumen. Ja, deutsche Flugzeuge fehlen, glücklicherweise. Ne, aber auch hier seht ihr das. Dann kommen da unten die Briten mit der Mosquito. Wir haben PB-4Y-Bomber. Wir haben TU-4-Bomber. Also IL-28, wer bisher in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen am Forschen gewesen ist und überall irgendwo so ein spezielles Ziel gehabt hat, der musste unheimlich viel Zeit in das Spiel investieren, um sich durch die Forschungsbäume der einzelnen Nationen durchzuforschen, damit er dann seine einzelnen Zielpunkte irgendwann erreicht. Alter Schwede, ne, China nimmt uns die ganze Arbeit ab. Zukünftig neue Spieler können sich fast ausschließlich nur noch auf den chinesischen Baum konzentrieren, weil die ganzen Sahnestücke hier wunderschön drin eingebaut sind. Und das meine ich tatsächlich nicht böse. Ich finde das cool und ich finde den Baum nach wie vor interessant. Ne. Am Ende haben wir dann hier tatsächlich dann auch die MiG-21, hier in China heißt es natürlich ein bisschen anders, aber auch MiG-17, MiG-9. Wir haben hier eine F-84G, ja, das kennen wir sonst nur aus dem amerikanischen, italienischen Baum. Wir haben eine F-86, F-Saber haben wir hier. Wir haben also wirklich haufenweise interessantes Zeug, sodass zumindest hier bei den Flugzeugen es so ist, mit jedem neuen Flugzeug, das ich erforsche, habe ich etwas, das wahrscheinlich geil sein wird. Das ist eigentlich die Essenz dieses Patches, die Chinesen, ich finde, es ist eine Bereicherung fürs Spiel. Was jetzt im Einzelnen alles passiert, werden wir uns in den nächsten Tagen angucken. Ich werde einige Reviews fertig machen, ich werde einige Streams fertig machen, beziehungsweise zeigen, ich werde auch ein paar mehr Streams zeigen als in den letzten Wochen, einfach weil jetzt hier wieder eine ganze Menge interessanter Content ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Patch downloaden, ja, wer es jetzt anschmeißt, ist vielleicht heute Abend fertig. Für die Leute mit der langsamen Leitung, ich drücke euch die Daumen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einmal unter das Video schreibt, worauf ihr euch jetzt hier am meisten wünscht. Ich kann euch sagen, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Type 75 und dann in Anführungsstrichen den Tiger-Hubschrauber, weil ich ihn ausprobieren möchte. Ich sage schön mit Ö. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Livestream um 21 Uhr bei Twitch, nicht bei YouTube. Für die Leute, die bei Twitch nicht zugucken können, der Livestream wird dann morgen als Video bei YouTube verfügbar sein. Ich sage tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Implied.